Hey, liebe Leute, und willkommen zu Shantae and the Pirates Curse, wie sie gerade eben gesagt hat. Einem wundervollen Spiel, das ich gestern random mal angefangen habe zu spielen, weil ich habe immer gehört, dass das Spiel so ein bisschen wie Metroid sein soll und ich war daran prinzipiell immer interessiert und gestern habe ich es angefangen und verdammte Scheiße, ihr seht, ich habe es gestern 5 Stunden lang gespielt, was für meine Verhältnisse unglaublich viel ist. Wobei, ich glaube, es war sogar mehr, weil wenn man stirbt, dann zählt sich dazu. Auf jeden Fall, ich setze das Spiel, ich dachte mir, Alter, so ein gutes Spiel, verdammte Scheiße. Deswegen spielen wir es auf MOP. Shanté, Oh, es ist unglaublich gut. Vertraut mir da einfach mal. Was war nochmal das Intro? Das habe ich komplett vergessen. Ich meine, schaut euch allein mal. Die Magie, die mich umschließt, ist schwach geworden. Verdammte schwache Magie. Ich meine, schaut euch allein mal, wie schön es aussieht. Nun ist es an der Zeit, den Fluch zu aktivieren. Hört mich. Erhebend, Diener. Eine neue Quelle des Bösen wurde gefunden. Ergreift Besitz von ihr für euren Meister, damit ich wieder auferstehen kann. Und meinem Plan, Platz als der einzig wahre Herrscher von Sequinland einnehmen kann. Har, 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 har. Ja, ihr seht schon, daher kommt der Piratenfluch. Oh, das ist Shanté. Keuch. Oh Gott, ich brauche eine Frauenstimme. Ich hatte schon wieder diesen Traum. Ah, es ist jede Nacht dasselbe, seit ich ein Mensch geworden bin. Ja, das Spiel macht immer Referenzen zu vorherigen Teilen, die ich nie gespielt habe. Also erwarte nicht, dass ich davon irgendwas verstehe. Aber gut. Aber man muss die vorherigen Teile nicht unbedingt kennen, um das Spiel genießen zu können. Zumindest kenne ich sie nicht und es ist mir egal. Was zur Hölle? Das wüsste ich auch gern, was das für eine Hölle ist. Ach, das ist ihr Haus da hinten. Scuttletown wird angegriffen. Ich bin zwar kein Genie mehr, aber es ist immer noch meine Pflicht, die Stadt von dem Bösen zu beschützen. Ernsthaft. Schaut euch mal an, wie schön dieses Spiel aussieht. Also, es ist wundervoll, oder? Und prinzipiell sind wir übrigens unterwegs als Shanté, welche einen sehr seltsamen Gesichtsausdruck macht, während sie sich duckt. Das ist ziemlich super. Oh, es sieht so schön aus. Und was da wackelt, sind übrigens ihre Beine und nicht ihr Popo, falls ihr euch wundert. Und es sieht unglaublich gut aus und wir greifen mit unserem Haar an. Ist prinzipiell vom Aufbau her, könnte man sagen, so ähnlich wie Metroid, aber ich weiß, ich würde es nicht wirklich mit Metroid vergleichen, aber vertraut mir unglaublich gutes Spiel. Ich höre schon auf, drüber zu reden. Sehr gut. Sky, Bolo, der gute Bolo. Der Bolo, man kennt ihn. Schon wieder ein Piratenüberfall. Schlimmer, es ist der Abo-Baron. Er verwandelt Scuttletown in ein Kriegsgebiet hier. Eine Autotrank, nur zur Sicherheit. Danke für diese Autotrank. Du hältst Autotrank. Yay, das ist quasi Wiederbelebung. Es ist Zeit, dein Training auf die Probe zu stellen. Bist du jetzt ein Mensch und musst wie einer kämpfen. Hier, nimm diesen Pikenball. Sie können es aus dem Inventarbildschirm aktivieren. Ich werde es ganz schnell einholen. Alles klar, ich habe gerne einen Pikenball. Das ist ein Item, das wir später noch einsetzen werden. Bollo hat recht. Der gute Bollo. Ich kann es ohne meine Magie schaffen. Ja, sie ist eigentlich ein Genie und hat den vorherigen Teil der Magie und hat sie jetzt nicht mehr. Und hallo, Leute. Wo rennt ihr denn hin? Warum so verängstigt? Ja, cool. Gut, finden wir raus, was die Leute so verängstigt und ernsthaft, ich muss noch mal anmerken, das Spiel sieht so unglaublich gut aus. Es sind diese fiesen Typen, die wir allesamt one-hitten und verdammte Scheiße, warte mal, ist da oben eine geile Vase? Tja, dann, da sind nur Herzen drin, oder? Gebt ihr mir schon Geld, Jungs? Nein, der gibt nur Herzen, alles klar, dann ist egal. Das ist gerade ziemlich lustig zu sehen, wie die Stadt hier anfangs noch aussieht. Dann eventuell sieht man diese Stadt im Laufe des Spiels doch des Öfteren und eventuell wird sie anders aussehen. Au, stirb. Ja, und das ist, der Anfang ist sehr linear, also lasst euch davon nicht täuschen, ist nur anfangs linear. Später ist auch, liegt ein gewisser Fokus darauf zu erkunden und sowas, was jetzt in meiner Situation gar nicht mal so schlimm ist, weil ich das meiste davon noch im Kopf habe, da ich es ja gestern relativ viel gespielt habe. Deswegen ist jetzt der ideale Zeitpunkt für mich jetzt zu spielen und hey, da war eine Komplettheilung. Gehen wir in den nächsten Bildschirm. Hurra, es ist Scuttletowns Schutzgenie, er ist hier, um uns zu retten. Es wird Erzbürgermeister, ich kann nicht allein gegen die ammonische Armee kämpfen. Tu etwas. Oh, du siehst doch, dass ich nicht kann. In dem Moment der Schwäche habe ich die Stadt an den Ammo-Baron verkauft und dann das Geld für billige Fahne Schokolade ausgegeben und alles aufgegessen. Du fetter Schwammelhaufen Scheiße. Du kannst nicht einfach eine Stadt für Schokolade verkaufen. Was? Da musste ich Wasser dreckig machen und als ich zurückkam, war er schon wieder dabei einzurücken. Dann musste ich Wasser dreckig machen. Bedeutet in der Situation, glaube ich, dass er kacken war. Ich meine, er hat billige fade Schokolade gegessen und da musste er Wasser dreckig machen. Das heißt, er war kacken. Ja. Ihm gehört die Stadt, also kann ich ihn nicht vorschicken. Na, vergiss es. Magie oder nicht, ich bin Red to go. Cool. Der Spruch funktioniert auf Englisch bestimmt besser. Wie auch immer. Oh, ein geiler Fünfer. Gib mir den geilen Fünfer.
Wir müssen ja auch Geld sammeln, denn für das Geld können wir uns geile Upgrades kaufen. Wie ich bei meinem gestrigen Playthrough erst relativ spät herausgefunden habe. Weil die Scheiße für dich, Alter. Der trifft mich nicht, wenn ich mich ducke. So, und übrigens, das ist jetzt übrigens der Anfang. Ja, ich habe zweimal das Wort übrigens in einem Satz verwendet. Ist ja gut. Ich möchte anmerken, der Anfang, der repräsentiert das Spiel nicht allzu gut, weil der Anfang hier ist jetzt sehr linear, aus welchen Gründen auch immer. Und später wird das Spiel dann echt relativ offen. Ich verstehe nicht ganz warum, aber hey. Und ihr seht, die Stellen, wo diese Totenköpfe sind, da dürfen wir nicht reinfahren, weil wir sonst tot sind. Sterben werden einfach. Ich weiß, komplett unerwartet. Ihr sagt euch jetzt, oh shit, MOP, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich weiß, nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wenn ich in einen Gegner reinhüpfe oder in der Luft getroffen werde, gibt es einen gewissen Knockback, welcher problematisch werden kann. Verdammte Scheiße, dieses Vollheilungsteil. Das gibt es eigentlich im Grunde nur in dem ersten Level hier. Und hier gibt es übrigens auch ein geiles Secret, denn in dem Spiel gibt es natürlich Secrets. Ich kann einfach reinkriechen und dann, kaboom, machen wir die Vase kaputt, bekommen jede Menge Bargeld. Damit haben wir schon fast 50 Rubine. Ich meine, Edelsteine. Keine Ahnung. Ich nenne sie einfach mal Rubine. Ist eine alte Zelda-Angewohnheit. Verzeiht mir dies. Ja, fuck. Bro, willst du bitte... Ich krieche einfach mal zu dir hoch, okay? Dankeschön. Er will seinen Scheiß für sich behalten. Wisst ihr, woran mich das Spiel aber mehr erinnert als an Metroid im Grunde? Eigentlich erinnert es mich an sich mehr an Shovel Knight als an Metroid. Mich wundert es auch, dass das Spiel nicht einen derartigen Hype wie Shovel Knight hatte, weil es ist halt echt gut und diese Stelle hier ist eklig. Da bin ich gestern, ich weiß nicht genau warum, aber da bin ich gestern des Öfteren gestorben. Aus welchen Gründen auch immer. Das war echt unschön. Ich denke, heute sollte ich bereits diese Stelle einfach zu schaffen. Und falls ihr euch wundert, die Minigun-Typen kann ich nicht angreifen, also wir sind relativ irrelevant. Ja, ihr habt Spaß da drüben, Jungs. Ihr habt Spaß, ja? Fuck, 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 fuck. Beballert mich bitte nicht. Und natürlich ganz wichtig, immer das Geld mitnehmen. Denn das Geld ist wichtig. Oder wird es später noch? Ist nämlich gar nicht mal so leicht, im Spiel Geld zu farmen. Oh, das ist hier auch eine interessante Stelle. Also sind die Minen an der Seite und dann krachen die runter. Und ich kann die Typen dann übrigens nicht angreifen. Aber ich versuche mit ihren Zahnstochern nach mir zu stechen. Und da finde ich absolut nicht gut. Und dann macht es BUM! Und dann fallen sie runter. Und dann kommt das Ganze nochmal. Und danach dann nochmal mit 4. Und dann haben wir die Stelle geschafft soweit. Ey, ich weiß nicht genau, was die Stelle soll. Die ist scheiß einfach. Ich wurde von denen bisher noch nicht einmal getroffen. Fuck. Was habe ich sonst erwartet, was passiert? Und hey, hier sehen wir, dass die Typen, die tatsächlich nach unten gefallen sind, da sind sie alle und winden sich vor Schmerz. Und der eine liegt sogar da weiter vorne. Aber seht ihr, es ist wundervoll. Mit vielen kleinen Details wie das hier. Das macht's echt cool. Ist da links eigentlich ein Secret? Nope. Okay, alles cool. Gehen wir weiter. Ich glaube, dann sollte jetzt auch der Boss kommen. Oh, du hast es geschafft. Wrench! Wrench sagt, der Abo-Baron ist direkt vor uns. Gut, ich habe nicht eine Nachricht für ihn. Direkt von meinem Haar an seinen Hintern. Oh, shit! Das ist heiß. Okay, und versuch das doch etwas besser zu formulieren. Das ist die gute Idee. Und ja, übrigens, falls ihr euch wundert, ja, die Figuren in dem Spiel sind sehr, sehr aufreizend gestaltet. Ich glaube, an einer Stelle sogar so weit, wie sie vermutlich gehen können, ohne das Spiel eine höhere Altersbeschränkung zu geben. Ja, das ist ganz nett. Warum auch immer das nett ist. Für Fanarts vermutlich, nehme ich an. Ey, und du wirst mich niemals treffen, Arschloch. Ich kriech zu dir rüber. Okay, Bosskampfzeit, Leute. Bei dem alten Mann können wir übrigens speichern, wer auch immer der alte Mann ist. Ich weiß gar nicht, ich weiß nur, dass man bei dem immer speichern kann. Danke, alter Mann, für die Speicherung. Vielen Dank. So, hier haben wir den Boss. Abo-Baron. Richtig so. Jungs, reißt den Kindergarten nieder und verwandelt ihn in eine Langstreckenkanone. Und das Altenheim, noch eine Kanone. Ah, da wird doch was draus. Bekommen die Trainer. Hör sofort damit auf, Abo-Baron. Niemand macht aus den Senioren Waffen, solange ich hier bin. Kaboom. Jungs, es hätte doch nicht sein müssen. Ist sie hier, um auf meine Siegesfeier zu tanzen? Dreimal, jawohl. Aber ja, das wird sie. Frechheit, wonach sieht denn aus? Keine Ahnung, eine Tänzerin würde ich sagen nicht. Sie hatte im ersten Teil, ich meine im Game Boy Color Teil, hatte sie Bauchtanzfähigkeiten. Deswegen stimmt es schon. Ja. Ja? Ja, wie auch immer, hör auf, unsere Stadt zu zerstören. Nach diesem Gesetz, sofern es gegenüber übergewichtigen, schokosüchtigen Ladenbesitzern, hat Bürgermeister Scudbert 30 Tage, um den kompletten Betrag in Cash oder essbaren Zuckerwerk zurückzuzahlen, bevor du rechtlich Besitz beanspruchen kannst. Hä? Lass mich mal sehen. Ah, sie hat recht.
Und kein Winzling mit lila Haaren wird sich zwischen mich und mein glorreiches neues Imperium stellen. Peng Peng, lass uns tanzen! Abo-Baron, mechanisierter Waffennarre! So, bei dem, weil ich beim ersten Mal gegen ihn gekämpft habe, relativ lang gebraucht bin, da sogar öfter gestorben, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen muss. Sache, was man machen muss, ist die rote Kugel auf ihn zurückschleudern. Und dann hauen wir ihn mit unseren Haaren. Und dann geht er wieder zurück und ich verstecke mich unten, weil ich hier absolut safe bin. Ich dachte, ich muss, wenn der so rüberstürmt mit seinem Panzer, muss ich dann hochhüpfen und ihn so direkt treffen. Was komplett falsch war. Deswegen habe ich hier für länger gebraucht, als ich sollte. Aber hey, jetzt weiß ich, wie es geht und dieser Kampf sollte relativ schnell erledigt sein. Ich mag übrigens die Mütze, die der Abo-Baron da trägt. Ist relativ cool. Sieht ein bisschen aus wie ein Meryl, fällt mir gerade auf. Hast du eine Meryl-Mütze, alter Mann? Obwohl du nicht alt bist. So, er schießt wieder. Wir halten uns fern, solange bis die rote Kugel kommt. Dann machen wir Kaboom! Und dann hauen wir mit unseren Haaren. Ja, dieser erste Bosskampf, er ist unglaublich kompliziert. Da könnt ihr gerne zugeben, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Reiß dich zusammen, Amo-Baron. Und der Panzer erinnert mich übrigens vom Artstyle und sowas extrem an Metal Slug. Der Panzer hat sogar ein Gesicht da unten, sehe ich gerade mit den zwei Kanonen. Sind ein bisschen seine Augen oder seine Nippel, wenn man es denn so möchte. Heißer Panzer. Wie man es denn sehen möchte. Aber ja, der Panzer hat mich sehr stark an Metal Slug erinnert. Und kann ich nochmal drüber reden, wie unglaublich gut dieses Spiel aussieht? Schaut euch mal alles hier an, wie schön es ist. Und die Explosionen, wenn man den Boss besiegt, sind auch fantastisch, weil es einfach Millionen Explosionen sind. Denn hört nicht auf zu explodieren. So möchte ich einen Boss besiegen. Damit bist du erledigt. Ich habe mit Schiefen bekommen, okay. Nein, schau, was du mit meinem Panzer gemacht hast. Das war ein Geschenk von meiner Mutter. Und was für ein Aufruhr? Es ist der Abo-Baron. Er will Scuttletown zerstören. Bring mir meine Schokolade zurück. Halt! Wer hat das gesagt? Oh shit, es sind die Metallmänner. Oh nein. Wer? Was? Es sind die königlichen Wachen, die werden das in Ordnung bringen. Schatzchen, du hast deinen Angriff sofort auf Befehl von der, was, Squin-Land-Sultan einzustellen. Was, ich? Pah, siehst du das Gesetz auf meiner Seite, Püppchen? Aber es ist doch der... Für den Angriff auf den rechtmäßigen Besitzer der Stadt wird dir dein Status als Beschützer der Stadt entzogen. Du hast die richtige Vorladung erhalten, yay! Wie bitte? Wie sich gefreut hat. Du stehst hiermit bis zu deiner Anhörung im Sequin-Landpalast unter Hausarrest. Nein, dich Hausarrest. Damit wird auch jede Art von Bewaffnung abgenommen. Noch einen schönen Tag. Auf die Scheiße. Sieht so aus, als bekäme jemand einen neuen Haarschnitt verpasst. Sie können mir nicht mein Haar wegnehmen, oder Onkel? Es ist alles, was ich noch habe. Tu erstmal, was sie sagen. Aber was, wenn... Geduld, ich gehe persönlich in den Palast, um die Sache zu klären. Versprich mir nur, dass du dich von Ärger fernhältst. Ich verspreche es, Onkel. Los, lauf, Onkel! Meine Arme ist das. Du auf die Scheiße. Wir haben es vermasselt, oder? Was für ein Durcheinander. Dein Onkel hat recht. Wir sollten den Obrigkeiten vertrauen und auf das Beste hoffen. Moment! Ach, wie bin ich nur in die Sache hineingeraten? Das ist eine gute Frage. Meine Güte. Die Spiel ist anfangs echt ganz schön dialog- und questlastig, verdammte Scheiße. Dieser verfluchte Risky Boots. Seit sie meine Magie gestohlen hat, ist alles noch schlimmer geworden. Da ist irgendwas, was in dem vorherigen Teil passiert ist, das ich nicht gespielt habe. Ah, ich brauche jetzt ein heißes Bad, um meinen Kopf wieder frei zu bekommen. Yeah. Bade mit dem Blubberbläschen. Moment, ich habe gar keine Badewanne. Oh nein! Sisi wurde gefangen von der bösen diabolischen Badewanne. Sag bloß. Es ist Risky Boots. Sieh mal eine an, wenn das kein Anblick ist. Ja, Risky Boots. Höchstpersönlich. Du genießt meine Badewannenfalle, wie ich sehe. Ach, sobald ich herauskomme, bist du in großen Schwierigkeiten. Bitte, ich krieg schon Gänsehaut. Ich mache es kurz. Sag mir, wo meine Männer sind und ich lasse dich am Leben. Hä? Wovon sprichst du? Werd dich frech. Meine Männer und meine Waffen sind verschwunden. Wer außer dir würde sie stehlen? Ich? Du bist der einzige Dieb hier. Wirklich? Kannst du mir vielleicht erklären, warum dein Onkel meine Besatzung in seinem Labor gefangen hält? Mach dich nicht lächerlich. Gut, ich werde dir beweisen, dass du nichts Gutes im Schilde führst. Das ist mein verschwundener Mann, heiß.
Genau dort in der Werkstatt vom lieben Onkel. Wie kannst du dich jetzt erklären? Das habe ich übrigens bis heute nicht verstanden, was damit auf sich hat. Echt? Ich wusste das nicht. Ich bin sicher, dass es dafür eine logische Erklärung gibt. Ich kenne die Erklärung. Wollt's Rache für den Zwischenfall mit der Genie-Lampe. Schau dir nur meine armen, hilflosen Tinkerbett an. Er ist vollkommen verängstigt. Das sieht normal aus für mich. Das ist deine letzte Chance. Sag mir, wo sie sind. Ich will meine Männer. Ich will meine Waffen. Ich will sie jetzt. Oh. Was sind das für Geräusche? Shit, es ist dunkle Magie. Nein. Nicht die dunkle Magie. Nein. Oh, der mutiert. Was? Ein Kerklebett. Was? Ein was? Ja, gute Frage. Nein, das kann nicht sein. Was ist denn mit ihm passiert? Das erkläre ich dir später. Vorsicht. Shit. Er befreit sich. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich bin unbewaffnet. Mach diese Kreatur schnell fertig. Ach, lass mich zuerst was anziehen. Okay, wir kämpfen. Shit. Gegen, Tanklebett. Ich meine, Kerklebett. Hardcore-Bosskampf, wenn ihr mich fragt. Hardcore-Bosskampf. Ich meine, seht ihr das? Das ist ja anspruchsvolle Shit. Au, Alter. Warum hast du mich getroffen? Und die geile Explosion, wenn wir dann Post und größere Gegner besiegen. Majestätisch. Hier, erledige damit diesen Mist. Du hast die magische Lampe erhalten. Yay! Halt den Lampenknopf gedrückt, um Dinge einzusaugen. Schlürf die Scheiße ein und sie tanzt dabei ein bisschen. Du hast die dunkle Magie erhalten. Yay! Die ich mir verdient! Hab ihn. Könntest du jetzt bitte erklären, was hier vor sich geht? Keine Zeit. Was mit der Lampe? Willst du denn überhaupt nicht versuchen, sie zurückzubekommen? Behalte sie, ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Und auch wenn der Pirate Master nach Sequin Island zurückkehrt. Was meinst du? Wer ist der Pirate Master? Das ist eine ausgeleitete Frage. Und hey, wir sind in Scuttletown und alles ist friedlich. Yay, yeah, wir können gleich Scheiße ansprechen. Ich hasse langweiligen Kram. Deswegen überspreche ich sprich immer, indem ich auf Pause drücke. Ich bin ein unhöflicher Kerl. Oh, du kleiner unhöflicher Haufen Scheiße. Also, was willst du denn von... Du bist von der Angel, verschwinde. Dieser Pirate Master Typ, er klingt ziemlich gefährlich. Gefährlich? Er war die größte Gefahr, die Sequinland jemals kannte. Als er das letzte Mal auftauchte, brauchte es die Kraft aller Djinns, um ihn zu besiegen. Warte, sprichst du von echten Djinns? Oder Genies? Er ist tot, aber lass dich davon nicht täuschen. Mit dem Verschwinden der Genies wird der Pirate Master alles versuchen, um seine dunkle Magie zurückzugewinnen. Dunkle Magie? Damit wurde also mein Seemann verwandelt. Wenn der Pirate Master nicht aufgehalten wird, ist Sequinland Geschichte. Schließlich hat er kein Recht, all das zu zerstören, das ich mit so großen Mühen erst erobert habe. Ah, vielleicht kann ich helfen. Ha, ein Kümmerling wie du hat keine Chance gegen einen Feind wie den Pirate Master. Ich kann mich selbst darum kümmern. Wie, du konntest nicht mal eine einzelne Kacklebett allein... Kacklebett allein besiegen. Stimmt, aber wenn ich die dunkle Magie und ihre Quelle zerstöre, werde ich nicht kämpfen müssen. Indem er die Kraftquelle ausschaltet, die ihn nähert, sollte er für immer in seinem Grab bleiben. Mir fehlt nur eines, eine Karte der verbotenen Insel. Das ist einfach, versuch es bei der Bibliothek in Sequinland Palast. Ich kann dich in den Palast, die legen mich in Ketten. Es sei denn... Hey, schau mich nicht so an. Die Typen wollen mir meine Monsterpeitsche abschneiden. Tragisch. Kennt man die Situation. Bin ich wohl auf mich allein gestellt. Aber ich überlege es mir vielleicht doch einmal, wenn du mir diese Karte besorgst. Es ist deine Entscheidung. Wir werden sowas von die Karte besorgen, das glaubt ihr gar nicht. Aber gut. Ich würde sagen, wir haben in diesem Part schon relativ viel geschafft und wir können fast in die erste richtige Welt gehen. Allerdings machen wir erstmal Abstecher beim kleinen Shop hier und wir kaufen uns. Zuerst dachte ich, man kann nur Tränke und sowas kaufen und dann, das habe ich erst relativ spät im Spiel entdeckt, habe ich gesehen, dass man auch so eine Scheiße kaufen kann wie Shampoo, welches meinen Schaden erhöht. Aber ich glaube, wir holen uns erstmal die geile seidige Creme, mit der ich schneller zuschlagen kann. Und, seht ihr? Geile Motion Blurry. Geiles Motion Blurry zuschlagen. Ja, das ist der heiße Scheiß. Das macht das Spiel unglaublich, unglaublich angenehm. So, was sagst du, Lady? Wie ist das Badehaus? Manchmal trinke ich das Wasser. Köstlich. Ich trinke auch gerne das Wasser aus dem Badehaus. Also übrigens relativ cool. Man geht hier rein und yay, wird geheilt. Ist ganz nett. So eine Gratis-Heilung. Ich glaube, sonst gibt es im Spiel auch keine Möglichkeit, sich gratis zu heilen. Allerdings gibt es immer wieder eine Möglichkeit, sich das Spiel gratis zu speichern. Bei diesem alten Mann hier.
Oh, danke für das Speichern, danke für das Speichern. Gut, ich würde sagen, wir sind ganz weit, jetzt sehen wir im nächsten Part und irgendwann wird das Spiel dann, ich hoffe, im nächsten Part dann auch richtig losgehen und nicht mehr Tutorial-Anfangs-Bullshit sein. Das wäre super. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.